So Freunde, willkommen zurück, dritte Folge in der neuen Playlist, neue Saison, mittlerweile die siebte, ich hoffe nicht die verflixte siebte Saison. Und zuallererst kann ich euch mitteilen, dass der neue Spielstand in der Beschreibung für euch vorhanden ist. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr selber mitspielen und das Ganze in Richtung Club WM hier selber vorantreiben. So, wir machen jetzt erstmal das Spiel gegen Hessen-Kassel am 5.7.2018. Und gucken einfach mal, ob wir hier gut reinstarten. Hoffentlich verletzt sich keiner, das ist ja immer so eine Sache. Ich hoffe nicht, dass irgendeine blöde Musik kommt. Werden wir gleich wissen. Bisschen easy going am Anfang. Wäre ganz schön, ordentlich Fußball spielen. So, können wir das ganze Ding schnell machen. Und einfach mal gucken. Zumindest gab es hier eine Führung zur Halbzeit. So haben wir uns das vorgestellt. Das hier, das habe ich ja sonst immer den Kasper machen lassen. Machen wir diesmal auch wieder. Der kann es eigentlich fast nicht vermasseln. 73 von 100, 15 von 20, das ist okay. Jetzt können wir gucken, wen wir eventuell rausnehmen könnten. Johannes Geis mit einer 2,5. Würde ganz gut passen. Weihrauch, dafür Seitz. Ich denke mal, das ist okay. Bei so einem Gegner, bei dieser Spielstärke, sollte man schon eine 2,0 haben, um wirklich, wenn man ausgewechselt wird, das Ganze dann auch wirklich mit drüber nehmen zu können in der Stärke. Ich glaube, wir gehen ein bisschen weiter vor noch und werden dann nochmal Pause machen. So, 66. Das sollte passen. Kann ich nochmal reingucken. Wie sieht's denn hier aus? Ja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ja. Ich gucke jetzt einfach drauf, wer hat hier von der Fitness Nachholbedarf. Müssen wir heute mal die Noten außen vor lassen. Ich denke, das ist auch nicht das Problem. Silvio Marx hat es nicht so schlecht gemacht mit einer 3,5. Der Rest, der muss nicht unbedingt rein. Die haben Topform. Passt schon. So, weiter geht's. Ja. Wir gewinnen das Ding zwar mit 1:0. Das ist schön, da man da mit imaginären 3 Punkten in die neue Spielzeit starten kann. Aber es war nicht unbedingt eine Offenbarung, was das Spielerische angeht. Patrick Dierestam, ich glaube, genau, das ist ein Schwede, der war mir bekannt, den hatten wir auch im alten Spielstand schon mal auf dem Zettel gehabt damals, mit Hamburg, glaube ich. IFK Göteborg, dann am 10.08.2013 nach Kassel gekommen, ablösefrei. 168 Spiele schon gemacht für die. Ist der eigentlich, ist nicht im Team, also nicht Nationalspieler in Schweden. Also kein Kollege von Zlatan Ibrahimovic. Strudik 2,5, das war okay. Na, das war besser als Geis, obwohl der die Vorlage gemacht hat für unseren Herrn Weihrauch da vorne. Ja, alles sehr, sehr solide. Statistiken. Klar, das war ein überlegen geführtes Spiel. Man kann natürlich deutlich mehr Tore machen daraus, aber da will ich jetzt nicht unbedingt den Leuten das angreifen. Das ist eine Personalie, da war doch teilweise der Unmut eurerseits vorhanden. Dass wir dem hier die Verhandlungen quasi zugestanden haben mit den Interessenten. Bremen, Leverkusen, Nürnberg haben wir noch. Benfica Lissabon. Der Spieler möchte eigentlich beim Verein bleiben. Er ist eine Lifestyle-Ikone, er ist ehrgeizig, er ist ein Publikumsliebling. Und es hätte theoretisch auch, oder es könnte einer sein für uns, der die Nachfolge von Jonas übernimmt mit seinen 18 Jahren. Deswegen, ich versuche das jetzt mal hier. Wenn er bleiben möchte, das Bremen-Ding, das haben wir abgeschlossen, das weiß ich. Das weiß ich. Aber wir werden mal versuchen, die Dinger hier nicht anzunehmen. Manuel Vor möchte auch gern beim Verein bleiben. 8,75 Millionen sind da geboten. Ich werde mal die Rückkaufoption relativ nah dran. 10 Millionen werde ich nehmen und wir stellen die Forderung für die Bayern. Denn es ist genau das Gleiche. Der ist mit 18 Jahren nahe der 70. Nicolas Sufjansvela hat die Schnauze voll. Na, dann werden wir ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ihr seht mit 17, Fähigkeit 67. Das ist okay. Wir stellen trotzdem die Forderung, wollen die 1 Million haben. Wenn er denn dann geht. Und dann hat er quasi da die eigene Entscheidungsgewalt. Lukas Nagel, FC St. Pauli, 6,25 Millionen. Philipp Wolf wechselt zum VfL Wolfsburg. Das sehen wir schon, 5 Millionen werden wir bekommen dafür. Dann ist das schon mal erledigt, das ist gescheitert. Das ist angenommen worden, also die Millionen hat der FC Sion damit akzeptiert. Lukas Nagel, verhandeln müssen wir, werden wir auch. Ich werde jetzt hier gucken, Verhandlungsstatus, wo denn Daniel Sauer ist. Geht voraussichtlich zu Bremen. Ich hoffe, dass wir das nicht dazu kommen lassen.
ich kann hier nichts machen, da wir das schon angenommen haben, ne, mit Bremen. Ich kann nicht den neuen Vertrag anbieten, theoretisch schon. Theoretisch könnte ich das. Wir müssen das versuchen. So, er wird ans Team rangeführt. Einige Male spielen, sage ich ihm, denn man könnte ihn als Pokaltorwart aufbauen. Das habe ich selber vermasselt, das weiß ich. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe wirklich nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn der Jonas jemand geht, wir haben so einen großen Pool von Torhütern, aber die sind alle noch nicht so weit. Das war das Problem. Das war in dem Moment nicht präsent im Hinterstübchen. Zum besseren Spieler machen wir ihn. 3 Jahre, der bekommt hier nochmal ordentliches Handgeld obendrauf. Ich denke mal so, ja, 200.000 sollte passen. 950, lasst es mal stehen. Jährliche Erhöhung, da würde ich sagen 6%. Wir müssen ein bisschen was machen. Für ihn eine Option. Für uns nicht unbedingt, aber 3 Jahre nehmen. Der bekommt einen zu Null Bonus von, ich denke, 500. Das ist angebracht. Und hier die 6% Weiterverkauf. Und dann gehen wir auf eine Mille. Dann haben wir das fast verzehnfacht, das Ding. Nein, nicht ganz. Das wären 1,5 Millionen. Aber schon eine ordentliche Aufstockung. Ich hoffe, dass er es annimmt, weil es wäre wirklich bitter, ihn gehen zu lassen. Das wäre wirklich bitter. Dann müssten wir schauen, das war in der Jugend, ne, da haben wir mit Luis Müller ein klasse Torwart, der ist 16, hat eine 60, 4,5 Talentsterne auch. In der zweiten Mannschaft mit dem Jonas Aulkemeier, der ist 17, der hat auch eine 60. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied zu Daniel Sauer. 10 Punkte, 9 Punkte Abstand. Das wäre dann eben Plan B. Und Plan C sieht anders aus. Da hatten wir schon mal angeklopft bei René Adler, 33 von Wolfsburg. Mit einer 80 steht er hier wieder. 7 Millionen sollte der kosten. Ich guck nochmal rein. Also selbst jetzt können wir da noch nichts machen. Das wird schwierig. Ich kann natürlich mal versuchen, bei den Transfervorbereitungen das irgendwie anzuleiern. Das kann man ja hier machen. Ich weiß nicht, Adler habe ich nicht im Blickfeld, ne? Den habe ich nicht im Blickfeld. Da müsste ich da irgendwie eine Suche anleiern. Ja, logischerweise. Deutschland, Wolfsburg ist mit Sicherheit ganz hier unten. Da haben wir es. Wo haben wir denn? Da ist er. So, dann sagen wir ihm einfach mal, ich bin interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Das haben wir lange nicht mehr gesagt, ne? Ihr seht es. Ne? So lange haben wir uns jetzt bedeckt gehalten, was die Transfergeschichten angeht. War ja auch nicht nötig, ne? Also der Weg, der sah ja ganz klar aus. Mit der Jugend zu arbeiten. Zuschlag für Wolfsburg, Philipp Wolf wechselt, letztes Jahr ausgeliehen an Wien Wiesbaden, hat sich da nicht wirklich durchsetzen können. Das war dann für uns natürlich ein klarer Indikator. Das wird auch bei Leipzig schwierig. Nico Gaib, 14 Millionen, großzügiges Angebot. Wäre eben genau wie der Manuel Fohr für die rechte Seite interessant. Es ist nur die Abwägungsgeschichte notwendig. Was bedeutet das hier, verletzungsanfällig? Das kann so sein, dass du die ganze Karriere davon nichts mitkriegst. Es kann aber auch sein, dass der jede 4 Wochen wegen irgendwas ausfällt. Wenn man 11 Millionen bekäme, wäre das gut, aber wir haben ja 14 gesagt, deswegen werden wir die Forderung stellen. Ist ja nicht so, dass der jetzt gehen möchte. Also haben wir da freien Spielraum. So, was ist das denn hier? Sven Danzeisen Schalke. Sven Danzeisen mit 18 Jahren, eine 72. Wir werden auch da verhandeln. Sven Schiffner, Schalke 12 Millionen. Daniel Sauer, Wolfsburg. Das Gute ist, dann ist er noch nicht weg. Also dann kann er theoretisch sagen, hier, ich verlängere den Vertrag mit euch. Dann hätten wir das ausgebügelt. Na, das wäre dann ein Fehler, den ich natürlich auf meine Kappe nehmen müsste, wie schon erwähnt, wenn wir den ziehen lassen müssen. Vor allen Dingen auch noch für das Geld. Logischerweise ist es ein bisschen niedriger angesetzt, da er ja in der zweiten Mannschaft unterwegs ist, sprich dritte Liga. Wenn der in der ersten wäre, wäre dementsprechend auch der Marktwert höher. So, einige Jungs haben hier die Trainingsziele erreicht. Lukas Möller, das ist auch ein klasse Mann mit 17. Hat eine 63, 5 Talentsterne. Was haben wir hier? Mitarbeiter zurück von Lehrgang, da haben sich einige verbessert. Das sind insgesamt, glaube ich, 7, wenn ich es richtig gezählt habe. Thorsten Matuschka wieder dabei. Das ist ja wie ein Märchen hier. Ja, an der Zahl, 7 Stück. 2 Scouts, das ist auch schön. Amateurtrainer hat sich nochmal verbessert. Co-Trainer 1, Fitnesstrainer. Also ich denke mal, da sollten wir wirklich überhaupt keine Probleme haben. Ist C07 Ida Oberstein. Das ist witzig, weil der Verein war auch jetzt letztens genannt worden für den Neustart des dritten Let's Plays dann. Also den Neustart des Neustarts. So könnte man es nennen.
Mahmoud Dahoud auf der Transferliste von den BSC Young Boys. Mal sehen, wohin er wechselt. Ihr müsst mich dann erinnern, wenn ich das nicht selber mache, wenn Leute uns verlassen, dass ich die ins Blickfeld nehme, dass wir die nicht verlieren. Na, dass wir da quasi genau Bescheid wissen, was mit denen passiert. Quasi die Karrieren weiterverfolgen können. So, die Olle hier, der hat bestimmt Hunger. Gehen wir mal gerade zu Burger King für 115 Euro, dann passt es. Teamdynamik. Sprechen ist ganz wichtig, jetzt gerade vor allem am Anfang. Na, dass wir denen sagen, gib im Training alles. Auch hier bei Jordan. Na, ihr merkt, es sind einige Spieler drin, die keine Spielerbilder haben. Da muss ich nochmal nachbessern. Das merke ich jetzt hier gerade an der Frame-Anzahl. Das droppt so ein bisschen. Denn diese 3D-Gesichter, wenn die geladen werden müssen, merkst du dann sofort. Gib im Training alles, Kevin Volland. Also das klappt nicht so gut. Das klappt definitiv nicht so gut, wie ich das aus der Vergangenheit noch in Erinnerung habe. Donis Afdiay, da haben wir auch noch nichts gehört von Manchester United. Wann da das Angebot kommt, da waren irgendwas mit 40 Mille im Raum. So, dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Ich mache das jetzt so, dass ich erst die erste Mannschaft durchpeitsche und dann, wenn das erledigt ist, kümmern wir uns da um die zweite. Gehen wir ein Stückchen vor. Man darf gespannt sein, jetzt Anfang Juli auf die nächsten zwei Wochen, weil das ist entscheidend. Da muss normalerweise der Kader stimmen. 14 Millionen für Danzai. Sie haben natürlich jetzt alle erkannt, was wir da aufgebaut haben und möchten da ein Stückchen abhaben vom Kuchen. Aber er ist definitiv einer von den Spielern, wo ich nur ganz ungern das Ganze abschließen lassen würde. Den kannst du nämlich jetzt schon einsetzen, ohne Probleme. So, bestätigt Interesse an René Adler. VfL Wolfsburg und dazugesagt. Endlich mal was Neues. Endlich mal kein Ryan Giggs mehr. Aber das ist auch nicht immer. Ne? Das wird demnächst sich dann schon wieder ändern. Donis Afdiay, da haben wir's. Hat die Schnauze voll. United hat noch sehr, sehr viel Geduld. Darf man auch erwarten. Wir bleiben mal bei den 48,5 stehen. Daniel Sauer, Wolfsburg. Möchte gerne bleiben. Ja gut, werden wir das Ding auch abbrechen. Dann soll es für ihn ja normalerweise auch kein Problem sein, den Vertrag von uns zu unterschreiben und dem nicht in Bremen. Was ist jetzt hier abgeschlossen worden? Fanartikelverkauf. In zwei Tagen ist die Produktion fertig, in drei Tagen der Fitnessparcours. Bedeutet drei neue Sachen auf einen Schlag, die wir bauen dürfen. 10.000 Motivationslehrer. Kann man am Anfang mal sehr gut gebrauchen. 2 Millionen Austria Wien für Sauer. Ich muss es verhandeln, weil ich habe keinen Bock, dass der danach eine schlechte Laune hat und unseren Vertrag dann eben nicht unterschreibt. Das ist gescheitert, wie wir es wollten. Sevilla interessiert an Mahmoud Dahoud. Also vielleicht von der Schweiz nach Spanien. Kevin Rode auf Transferliste. Tröndl auf Transferliste. Und Leonid Weber. Kaufangebot für Sauer haben wir gerade abgeschlossen. Das müssten die Jungs von River Plate sein aus Argentinien. Steht auch da. Ich bin so schlau, das ist unglaublich. Ja, die Zitterpartie geht weiter. Na, das hängt mir jetzt noch so ein bisschen nach, weil das hätte ich schon ganz gerne erledigt jetzt. Relativ schnell ist James Smith von RB Leipzig ausgeliehen. Das steht hier ganz groß auf der Seite von transfermarkt.de. Donis von Manchester, Niklas Stark von Dortmund, Ante Rebic, AC Mailand. Also da ist oft RB Leipzig mit involviert. Na, also das nicht bei uns mit Rebic, aber der ist ja in der Wirklichkeit beim Verein, zumindest ausgeliehen. Was ist sonst noch Interessantes? Ja, es passiert noch nicht viel. Es passiert noch nicht viel. Das ist Wahnsinn. 1 Million Leihgebühr von St. Pauli da rausgezockt. Das hätte ich nicht gedacht, dass die das machen. Bin ich immer wieder verwundert. Sami Hyypiä, Daniel Sauer. Möchte gerne beim Verein bleiben. Es bleibt nach wie vor. Brechen wir das Ding ab. Das machen wir auch hier. Juan Manuel Rodriguez. Interessanter Name. Na, das ist Manuel Vor. Möchte gerne beim Verein bleiben. Also das bleibt stehen. 10 Millionen will ich die Möglichkeit haben, ihn zurückzuholen. Wir müssen die Bayern sich gut überlegen. Das sollten sie auch machen. Kickers Offenbach ist jetzt der nächste Gegner. Das zieht sich ewig lang hier. Sparda Bank Hessen Stadion. Vor auch nur 6.344 Zuschauern. Es ist zumindest schönes Wetter. Das ist schon mal gut. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Mannschaft, der Verein, auch eine Rolle spielen könnte beim Neustart des Let's Plays. Also es gibt so viele. Verhandeln wir das Ding hier. 4 Jahre ist ein bisschen lang. Na, wie immer. Uns alle Höhen mal weg. Ich will die 4 Jahre nicht unbedingt haben, aber naja. Es wird uns nicht umbringen. Wir haben immer noch 36 Plätze. Dann beißen wir den sauren Apfel und denken uns eben besser abgeschlossen als nicht abgeschlossen.
Ne, die sind aber auch wieder stur wie sonst irgendwas, wie ein Panzer hier. 1 Million für ein Jahr, passt. Wir dürfen ja noch einen. Definitiv. Ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange, Vertrag auflösen? Habe ich ja schon mal überlegt, ob ich das machen soll. Hab's nicht getan. Dirk Grützkamp, 60er Spieler, ist ein Stürmer, glaube ich, oder? Ja. Der ist nicht schlecht. 4 volle Talentsterne, ist ein Außenmann. Der kann aber auch am linken Mittelfeld, am rechten Mittelfeld agieren. Theoretisch auch offensiv. Also, es geht ja eigentlich fast gar nicht schlechter. Der ist ein Bekloppter. Der steht gerne vorm Spiegel. Der meckert, was das Zeug hält. Und der ist extrovertiert. Aber ich sage euch, genau so einen brauchen wir. Nehmen wir natürlich mit. Shahin Aslan mit dem Trainingsziel. Ist natürlich auch noch wieder ein Spieler, den wir umbenennen können. So, gescheitert, gescheitert. Galatasaray interessiert. Die Jugendspieler haben wir gesagt. Das haben wir auch erledigt. Ja, was ist los jetzt? Ich muss nochmal kurz reinspicken hier. Den Verhandlungsstatus. Danz Eisenswähler. Das scheint zu funktionieren. Geht zum FC Sion, steht da. Daniel Sauer. Bisher scheint alles möglich. Vertragsverlängerung. Es sind nur noch Bremen und Austria in der Verlosung drin. Obwohl wir Austria, glaube ich, auch abgeschlossen. Beziehungsweise abgelehnt haben. Lukas Nagel. Ja, das... Das sind so viele. Also ich würde jetzt, Stand jetzt, würde ich eigentlich nur Donis Avdija als realistisch ansehen, dass der uns verlässt. Und man muss eben bei Sauer dann eben abwarten. So, Silvio Marx hat eine 84 bei der Fitness. Das werden wir dann mal auswechseln. Den vorher hätte ich auch ganz gerne am Anfang jetzt gesehen. Silvio Vasiljevic, da spielt heute Ilirin auf der linken Seite. Auch ein sehr, sehr vielversprechender Spieler. Geis, Strodig. Strudig hat's besser gemacht, deswegen kommt er heute rein. Sirre, Engelke, das ist in Ordnung. Silvio Marx, ich muss hier unten mal gucken. Geib, nehme ich mit auf die Bank. Dann haben wir Schumann, der unbedingt auch mal rein muss. Das könnten wir heute auch mal machen. Für Marc-Oliver Kempf. Fitness ist super. Anthony Jung, da spielt heute Schiffner. Und Lukas Nagel würde ich auch gerne auf der rechten Seite heute mal sehen. Für Jeremy Toljan. Dann haben wir doch fast alles... hier drin, was schwarz ist. Also zumindest bei der Fitness. Na, dass wir das in Richtung grün bekommen. Vasiljevic. Ja, das ist, glaube ich, heute dann wirklich die Möglichkeit, hier mal die einzusetzen, die es sonst nicht so leicht haben. Auch mit Waldschmidt. Gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier in Hessen schlagen können. Natürlich Textmodus. Die sind gute 160 Punkte schwächer. Ein Sieg ist Pflicht, geht raus, spielt ordentlich Fußball, gebe ich auch hier mit. Das ist das zweite Spiel der Vorbereitung. Haben auch gleich das 1-0 gemacht, deswegen das zweite nach. Sehr, sehr schön. Manuel vor mit einer 2, der hat eine gelbe Karte bekommen. Dann machen wir jetzt gerade den fliegenden Wechsel, aber ich werde erstmal hier das Ganze durchziehen. Lass uns genauso weitermachen. Das hier wird nicht der Assistent heute durchziehen, das würde ich dann schon ganz gerne selber machen. Note 2 ist super. Naja, die Lehrerin können wir auch mal loben. Obwohl er das nicht annimmt, leider Gottes. Aber teilweise sind dann ja die Youngster sowas von verstörten Grün in den Ohren, dass sie das gar nicht mitkriegen, was ich da sage. Schiffner motivieren wir mal. Nagel können wir auch motivieren, dann haben wir das erledigt. Und bei den Massagen, das ist mir dann wurscht, das kann der Assistent dann durchziehen, wie er es denn ganz gerne möchte. Vor, da kommt dann Geib rein, zweite Halbzeit. Ansonsten denke ich, dass wir das erstmal so weiterlaufen lassen. Weihrauch könnte ich mit einer 1,0 vorne rausnehmen. Macht Sinn. Ansonsten denke ich, dass wir gleich noch Marx dann einsetzen für Stendera und dann war es das mit den Wechseln heute. Das soll ein bisschen schneller machen. 57 für noch nicht. 50, das ist okay. Ich hoffe, das passt dann noch irgendwie mit der Note. Ja, das ist klasse. Mit Stendera mit 2. Das kann sich sehen lassen. Geis vielleicht noch für Strudi. Gerade 2,5. Okay. Das sollte passen. So, gehen wir dem Ende entgegen. 4-0. Jetzt noch vor kurz vor Ende. Silvio Marx mit dem Tor. Er hat hier eine Note 1,0. Mal gucken, ob das jetzt gleich auch da steht. Wäre ganz schön, wenn wir das mitnehmen könnten. Nee, da steht's nicht drin. Schade eigentlich. Eine Minute zu spät. Aber steckt man nicht drin. Super von Weihrauch. Also er nimmt diese Vorbereitung wieder sehr, sehr ernst. Jonas Klein, der bekommt nichts zu tun. Das ist eben das Problem, wenn du gegen schwache Gegner spielst. Die Abwehrspieler, da wird meistens alles abgefedert und hinten kommt nichts an. Übrigens die gleiche Aufstellung, die die Kickers gespielt haben. Mats Schumann mit einer 4 ist den Umständen entsprechend auch okay. Der hat ja auch noch gar nicht zeigen können, was er kann.
wieder sehr überlegen geführt, das ganze Spiel. Jakob Leiner, 1,7 Millionen stellen sich die Jungs aus Magdeburg vor, in Form von Marvin Müller. Wir haben 2,2 gefordert. Ich lasse es auch erstmal so stehen. Wir müssen ja nicht gleich am Anfang denen hier entgegenkommen. Fitnessparcours ist morgen fertig, dann kann ich gleich alles zu dritt machen, auf einmal. Daniel Sauer wechselt. Also das haben wir leider nicht mehr geschafft. Er hat sich dann dagegen entschieden. Jetzt hat er eine 67, wie sieht es aus von der Form her? Relativ schlecht. Okay, dann muss ich jetzt gucken, dass wir möglicherweise den guten Jonas Aulkemeier hochziehen als Ersatztorwart für die erste Mannschaft. Koltorti dann zusammen mit einem neuen Torwart in der zweiten. Ja, das können wir alles machen. Das wäre jetzt halt schön gewesen, wenn wir es geschafft hätten, ihn noch zu halten. Aber ja, sollte nicht sein. Irenjuc ist ja auch noch hier. Aulkemeier ist jetzt hier im Tor. Irenjuc als Ersatztorwart. Ja, der hat auch eine 60. Ne? Theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, der Koltorti bleibt oben. Und wir versuchen das mit den beiden Youngstern hier unten. Und man bekommt es ja dann mit, sollte sich da jemand verletzen. Dass Bedarf herrschen würde. Svela wechselt auch für 1 Million zum FC Sion. Jetzt kann ich das gerade machen. Denn jetzt sehe ich es noch. Daniel Sauer Aktion ins Blickfeld nehmen. So. Und bei Svela machen wir es natürlich auch. Aktion ab ins Blickfeld mit dir. Und jetzt gucken wir nochmal gerade hier runter. Wo war denn noch irgendwas? Wolf muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wo ist ein Wolf überhaupt? Denn Wolf war ja im Prinzip gar nicht bei uns gewesen. Ne? Der hat ja auch nicht gespielt für uns. Der war ja sofort wieder weg. Der war erst in Wien, Wiesbaden, jetzt ganz kurz, dann ganz schnell in Wolfsburg. Hier haben wir ihn. Ich nehme ihn trotzdem mit rein. Ne? Die Fairness gebührt es einfach. So, Blickfeld. Sollten verdiente Spieler gehen, werden wir natürlich die Ruhmeshalle bemühen. Zum Beispiel bei einem Kaliber Afdiyai, das ist überhaupt keine Frage. Ich warte noch kurz, Jugendcamp 151 Tage. Das werden wir auf jeden Fall in der Saison noch mitnehmen. 22 Millionen, Mats Schumann hat die Schnauze voll von uns. Das ist halt so schade, ne? Die ist trainiert ungern. Aber das hat ihn bis jetzt anscheinend nicht gehindert, er hat sich sehr gut entwickelt. Wir werden das mal mitnehmen, die 22 Mille. Lukas Nagel Dortmund, 9,5. Also bei den Spielern muss ich dann gucken, dass man vielleicht eine Rückkaufoption mit reinbaut, genau wie bei Bayern. Dann machen wir denen das schwer. Selbst wenn die das hier oben annehmen sollten, haben wir eben die Chance. Nico Geib, 11,5. Das geht ein bisschen zurück hier. Ich bleibe, glaube ich, bei 14. Wir gehen runter auf 13,5. Dann sind es immer noch 2 Millionen Differenz. Nils Linders für Red Bull Salzburg. Wie sieht's denn aus bei ihm? Fähigkeit 70, Grundstärke 66, er ist 17. Ich probiere es auch hier. Das sind noch Summen, die kann man relativ leicht dann kompensieren. Wenn die es 1,6 bezahlen würden, 2 Millionen zurückholen, dann hast du im Prinzip nichts verloren, weil der Marktwert, wenn du ihn zurückholst, ist da um Vielfaches höher als das, was du wirklich bezahlst. So muss man das sehen. So, jetzt dürfen wir uns austoben. 1,9 Millionen, André Janel. Da bin ich absolut für, dass er uns verlässt. Denn das ist nicht wirklich was gewesen. Das ist genau das gleiche im Prinzip wie bei Albrecht. So, wir verhandeln das ganze Ding. Das ist gescheitert. Die hatten keinen Bock drauf. Bremen interessiert an Rode. Das wäre schon der zweite Ex-Spieler von uns, den die holen. So, was war hier? Timo von Drota, KSV Hessen Kassel. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der eben gespielt hat. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Gehen ein Stückchen vor noch. Und sehen hier die erste Runde. Jetzt haben ein paar mehr Mannschaften hier eingegriffen. Ganz am Anfang war es ja nur die drei oberen. Das ist immer noch nicht viel. Tor Schaven, das ist eine Mannschaft aus den Färöerinseln. Soweit ich weiß. Ganz interessant. Donis, 44 Millionen. Das ist immer noch super hoch hier. Ich gehe ein bisschen zurück auf 48. Kommen wir dem ein bisschen entgegen. 9,5. Okay, ich muss hier dann auch gucken, dass wir das zumindest beibehalten. Na, für 9,5 hätte ich noch ganz gerne... Ne, das ist blöd. Das sieht echt bescheuert aus. Machen wir auch die 9,75, 10 ist okay. Stellen wir die Forderung für St. Pauli. Ja, die wollen investieren, das merkt man schon. Die wollen definitiv hier investieren für Europa und für den Aufstieg natürlich. Einiges hier los.
Aber das sind noch keine von uns dabei, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, das müsste dann so ab der höchstens dritten Runde oder den Playoffs dann eben kommen, wo unsere Mannschaften dann eingreifen werden. Deswegen können wir das erstmal weiterklicken. Sven Schiffner. Die bieten 12, wir wollen 19,5 haben. Stellen wir die Forderung. Sven Danzeisen, die sind bei 14, 18,5. Möchte gerne bleiben im Verein. Ich werde es so durchziehen. Ich versuche es zumindest. 8,5. Ja, bleibt dabei, liebe Bayern. Ich kann nichts dagegen machen. Mabeja, die zweite Mannschaft, ist damit auch wieder zu Hause. Wir haben jetzt kein Spiel mehr gemacht für die. Ich muss mal gucken, ob wir das nochmal jetzt gerade kurz vor Saisonstart bei denen einstellen können. Vielleicht dann auch in der Heimat ein Spiel zu machen. Jetzt kommt das Spiel gegen die SG Wattenscheid 09, den Fast-Bundesliga-Aufsteiger, die fast dazu geführt hätten, dass ich hier einen Besen hätte essen müssen. Gottes Willen. Und Gott sei Dank ist es eben dann nicht eingetroffen. Ich weiß, ihr hättet es wahrscheinlich sehr, sehr gerne gesehen. Für mich ist es besser so, glaubt mir. Und für meinen Magen auch. Daniel Frahn, Trainingsziel. Also er hat dieses Jahr dann wieder die Aufgabe, die rund erneuerte zweite Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen. In der vergangenen Saison ohne jede Probleme schon ganz früh haben wir das klar gemacht. So, Marc Helser. Ich glaube, der wird auch ein bisschen öfter spielen jetzt in der zweiten. Trainingsziele für Heidegger, 68er Ausdauer. Das können wir eigentlich fast mal rausnehmen oder ich ziehe es runter. So. Das ist nämlich nicht essentiell wichtig für einen Spieler. SFC Zestafoni, Max Münch, der ist auf der Transferliste. Mal gucken, wo der hingeht. Oder wohin gehen könnte. Genau, ich wollte hier gucken, Freundschaftsspiel. Aber erstmal abchecken, wann denn das erste Ligaspiel ist. Bringt uns ja nichts. 14. Juli. Ne, ist jetzt schon. Das ist jetzt schon. Da ist ein Testspiel blöd. Na, das wird hier stattfinden. So, nochmal das Ganze durchgewürfelt. Das schaut nach wie vor sehr, sehr gut aus. Das schaut nach wie vor sehr, sehr gut aus. Wir sehen über einer 700, was für einen Drittligisten schon irgendwo reichen sollte, um sich da den Klassenerhalt sichern zu können. Und jetzt muss ich gucken, wie wir gegen die Wattenscheider auflaufen. Was, der Jonas hat natürlich jetzt schwer gelitten, aufgrund dieses Spiels. Da gegen Kickers Offenbach.